von der Hauptstadt. Alkohol, ja. Einköpfen, 4:1. Achso. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter, auch bekannt als der Club der Abstiegssorgen oder der Club der cringen Dichter seit heute. Hast du mitbekommen, das Jugendwort des Jahres? Ja, es ist ziemlich cringe, finde ich. Der Witz ist, das Jugendwort des Jahres, Sie werden es vielleicht auch irgendwie gelesen oder gehört haben, das Jugendwort des Jahres ist cringe. Und ich habe gedacht, ja, das waren aber doch die in den letzten Jahren auch alle schon. Robin, an meiner Seite heute wieder hier im Studio. Wir versuchen das Ganze so uncringig wie möglich über die Bühne zu bringen, also so unpeinlich wie möglich. Regelmäßige Zuschauer der Sendung wissen, wie aussichtslos dieses Unterfangen ist. Spätestens, wenn ich anfange zu singen, aber das kommt ja erst ganz am Schluss. Und wir sind natürlich auch wieder verbunden mit unseren Auslandskorrespondenten. Zum Beispiel im tiefsten verschneiten Bremen sitzt der mit Zeitverschiebung, müssen wir jetzt fragen, wie spät ist es jetzt bei dir gerade? Hallo Niklas. Ja, hallo Matthias. Ganz cringig habe ich gerade direkt mal in meine Lampe, die ich hier unten aufgestellt habe, reingeguckt und sehe immer noch ganz verschwommen nur die Umrisse. Ja. Aber ja, mir geht's gut. Es ist kurz nach 7. Ach, passt. Verrückt. Bei euch auch. Naja, wie das so ist, ne? Im Norden manchmal. Absolute Sachen. Wie geht's dir? Ja. Auch mir geht's gut. Ich bin gerade eigentlich direkt aus dem Zug gefallen, weil ich gestern die Preisverleihung beim Filmfest in Osnabrück moderiert habe. Deswegen habe ich das Spiel tatsächlich in Gänze gar nicht gesehen, aber natürlich verfolgt und die Nachberichterstattung und so. Und kann, glaube ich, ein bisschen was sagen, aber wir sind schon mehr auf euch angewiesen heute, glaube ich, als auf meine Expertise, was dieses Spiel angeht. Ansonsten sprechen wir aber auch sehr gerne über die Preisverleihung in Osnabrück. Vielleicht gibt es da auch ein paar Anrufer, die dazu was sagen möchten. Wenn Sie Fragen haben zur Preisverleihung in Osnabrück, rufen Sie an unter der 3670170, Vorwahl 0511. Und wir sind aber auch noch verbunden mit England, beziehungsweise, man muss es korrekt sagen, mit Wales. Da müsste Stanley sein. Hallo Stanley. Einen wunderschönen guten Abend, Jungs in der Studio und 96-Fans. Hoffentlich, wir sind alle in einer guten Laune heute. Ich möchte gerne viele Anrufe hören. Ja. Aber ich glaube, dass Unzufriedenheit im Fußball ist von kleinen Mannschaften bis großen Mannschaften. Wenn du guckst, das an heute mit der Entlassung vom Wolfsburgs Trainer, das Theater gestern mit Manchester United zu Hause 5-0 verloren hat. Und gestern unsere erste Halbzeit. Ich weiß es nicht, was wir so heute sagen. Ja, die zweite Halbzeit haben wir auch nicht unbedingt gewonnen, aber wenigstens besser gespielt. Das stimmt, ja. Und wir haben auch schon den ersten Anrufer, glaube ich, wobei mir noch nicht gesagt wird, wer es ist. Aber wir können ja einfach mal experimentieren und so in den Raum reinrufen. Hallo, schöner Unbekannter. Nein, er ist nicht da. Also mir wird angezeigt, dass ein Anrufer da ist, aber er ist noch nicht reingeschaltet, glaube ich. Und es steht auch noch nicht da, wer es ist. Na gut, es fühlt sich niemand angesprochen von schöner Unbekannter. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt müsste er da sein, wer auch immer es ist. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde. Ja, grüß dich. Hi. Ja, Carsten, mein Name. Was? Ja, ja, Carsten. Ja, ja, du bist ja meistens der Erste. Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, aber man weiß es ja nicht so hundertprozentig, wenn hier nichts steht. Carsten, ja, im Prinzip ist es ja so, dass alle Leute, die letzte Woche angerufen haben und irgendwelche Sachen über das nächste Spiel gesagt haben, ich glaube, ihr hattet alle recht, ne? Also, es haben, glaube ich, fast alle gesagt, wir verlieren, oder? Du gehörtest, glaube ich, auch dazu, ne? Ja, ich gehörte auch dazu, hat sich leider bestätigt. Wir geben dir keine Schuld, so ist es nicht. Also. Obwohl die Art und Weise natürlich schon sehr enttäuschend war. Ne? Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja, man kann heute wieder diese Frage stellen, ist man ein Glas halb voll oder ein Glas halb leer Guy? Also wie man im Englischen so sagt. Also sieht man es eher positiv, sieht man es eher negativ. Positiv ist natürlich, dass Zimmermann in der Halbzeit reagiert hat und die Reaktion tatsächlich auch spürbar was verbessert hat. Andererseits natürlich auch nur wieder dann hin zu der Mannschaft, die wir auch schon kannten und die so richtig siegreich ja die letzten Wochen und Monate auch nicht gewesen ist. Aber das Experiment hat uns natürlich auch wieder so gezeigt, ja, das funktioniert auch wieder überhaupt nicht. Also das weiß ich nicht, das wievielte Mal jetzt Muslia mal wieder in einer Startformation war und man sich doch sehr schnell gefragt hat, ja, aber warum? Ja, was wären denn deine Antworten auf diese Fragen und auf die Frage nach Pessimist und Optimist, Carsten?
Ja, im Moment ist das Glas, glaube ich, eher viertelleer. Ne? Also das ist schon wirklich sehr enttäuschend. Ne? Und ich finde auch, dass man jetzt auch anfangen darf, mal den Trainer zu hinterfragen, was diese Aufstellung in der ersten Halbzeit da sollte. Mhm. Ne? Dass man wirklich weiß, man fährt nach Regensburg, um auch mal zu zeigen, dass man Fußball spielen kann. Dann mit Trigul und Dua zwei Sechser da defensiv aufstellen und den Franz offensiv auf der 10, das ist ja schon fußballerische Offenbarungseid. Ne? Mhm. Also naja. Den Franz kann man defensiv bringen, wenn nicht mehr viel hilft, ne? Aber den kann ich doch nicht offensiv aufstellen. Und was ich auch nicht fair finde, ist den Kerk nach dem Schalke-Spiel zu beurteilen, wo die ganze Mannschaft schlecht war. Den Muslia nach der ersten Halbzeit gestern zu beurteilen, weil es ging ja gar nichts nach vorne. Mal wieder nicht. Mhm. Es waren 45 verschenkte Minuten und ich sehe auch die zweite Halbzeit anders. Ne? In Regensburg, die ziehen sich zurück, die führen 2-0, die lassen 96 kommen. Dass du dann ein bisschen besser ins Spiel kommst, ist ganz normal. Mhm. Aber sie haben eben auch wieder ihre Chancen nicht genutzt. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Natürlich hat man auch Pech, dass der Eckball von Kerk an Pfosten geht. Aber wenn ich sehe, wie der Hinterseher seine Chance da verstolpert, wo er wirklich nur den Fuß hinhalten muss und es bald so aussieht, als ob er sich den vielleicht sogar noch bricht, dann ist das schon ein bisschen alarmierend. Ne? Und also die ich fand das Erschreckende, die Aufstellung, ne? Dass man wirklich versucht, mit so einer Aufstellung. Wenn man Regensburg beobachtet, dann weiß man, die spielen entweder 4-3-3 oder 4-4-2. Ne? Mhm. Da brauche ich schnelle Leute im Mittelfeld, die auch umschalten können. Und an dem Franz ist das komplette Spiel vorbeigelaufen. Der kann das Tempo gar nicht mehr mitgehen. Ne? Die offensiven Außen wurden gar nicht eingesetzt. Ne? Das war genauso wie im Schalke-Spiel. Gar nichts, es ging gar nichts offensiv. Ne? Und wenn du 45 Minuten verschenkst und dann eine zweite gute Halbzeit spielst, reicht das aber auch nicht, um irgendwo einen Punkt mitzunehmen. Hm. Ja, Carsten, also wenn aber, du fragst... Carsten, wenn du fragst, ist das Glas halb voll oder halb leer? Immerhin ist irgendwas drin, finde ich. Ich meine, Zimbo war unter Zugzwang nach dem letzten Spiel. Er hat was verändert in der Startaufstellung. Mhm. Es hat nicht geklappt und er war bereit, früh zu wechseln und es wieder zu verwerfen. Das ist okay, finde ich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe diese Aufstellung gar nicht so negativ gesehen. Also ich habe drauf geguckt und dachte so, ah, das könnte ja funktionieren. Also wir haben ja letzte Woche, gab es ja auch ein paar hier in der Runde, die vor allem Muslia gefordert haben. Ich fand diesen Ansatz zu sagen, wir spielen es über außen mit Hult, Moroja und also Hult, Moroja hinten und vorne dann eben Muslia und Meiner. Damit hast du ja schon viel Druck über die Außen, viel Schnelligkeit über die Außen eigentlich. Mhm. Aber dein Fokus war jetzt sehr auf Franz, ne? Ja, also die Frage ist natürlich die, deswegen stellt sich ja gerade für mich so ein bisschen diese Frage. Also ich seh das ja auch ein bisschen so, wie ihr das beide jetzt gesagt habt, aber die Frage ist halt trotzdem, könnte der Trainer das nicht, also was, der Trainer muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, also man macht ja nicht eine Änderung einfach nur, weil man sagt, na gut, ich muss mal was anderes ausprobieren, sondern es muss ja für ihn Anlass gegeben zu haben, zu glauben, wie du gerade sagst, das könnte klappen. Und da wünscht man sich ja tatsächlich, dass das Auge des Trainers vielleicht ein bisschen besser ist und dass es nicht zu viele Formationen regelmäßig aufs Feld schickt, wo man relativ schnell merkt, nee, das klappt null gar nicht. Und man hat dann, das Blöde ist halt, da stecken viel mehr Sachen drin, aber ganz simpel hat natürlich der einfache Fan und wir auch, wenn wir mit einer ganz einfachen Brille, also ich zumindest drauf gucke, dann denkt man, ach, das hätte man doch schon wissen können. Ist natürlich wahrscheinlich nicht unbedingt so, sollte man jetzt auch nicht so pauschal so verurteilen, aber so ein bisschen ist dieses Gefühl halt so ein bisschen da. Oder, Stanley? Ja, da, danke. Die erste Sache ist mit Ernst. Ne? Ernst hat nicht gespielt, weil er Darmgrippe oder jetzt Flugangst gehabt. Ich glaube, mir wegen Flugangst. Aber das war nicht das Problem. Ich habe das gefunden letzte Woche. Ich weiß, wie unsere Freunde haben erzählt. Du hast gefragt nach Musia. Du hast gefragt, was ist besser. Aber das Ding war, unsere 1-2 war ein Freak-Tor. Das war keine Schuss.
das war keine Flanke. Das sollte nicht passieren. Und ich meine, momentan, wenn ich für den Trainer, und ich wusste, Jan Regensburg ist Zweiter in der Liga, ich bin dahin gefahren, und ein Mourinho gespielt, und zwei Vierer-Reihen gespielt, auch fünf im Mittelfeld, und das als ein Bus geparkt da. Aber da alles, ich weiß nicht, ich finde auch der Hinterarsch unserer neuen Mittelstürmer, ich finde, ich soll ihn zurück nach Österreich schicken. Ich weiß es nicht, was er soll, und nach Korea. Ich weiß es nicht, was er soll. Er hat wirklich nichts gebracht in neun Spielen. Wobei ich das Tor, also wenn ich das richtig gehört habe, dann hast du jetzt gesagt, dass das Tor von Kerk, würdest du sagen, war ein Freak-Tor, ne? Ja. Aber das war doch eigentlich, also den will er ja genau so, also den will er ja genau so gefährlich da reinspielen, dass im Zweifel noch jemand reinlaufen kann, reinköpfen kann. Genau. Oder dass er eben reingeht, wenn halt keiner mehr drankommt. Das fand ich eigentlich eine gute Variante. Also wenn die das öfter hinbekommen, die Standards so gefährlich da vorne reinzubringen und Kerk das hinbekommt, dann wäre ich ja glücklich. Also das würde ich gar nicht unbedingt als Freak-Tor bezeichnen, sondern sagen, das wäre eine gute Variante, um ein paar Tore zu machen. Da wäre ja eher das 0-2 zu nennen, was ein latentes Freak-Tor war tatsächlich. Oh ja. Ne? Also, ja. Carsten, was glaubst du jetzt, wie jetzt wieder es aussieht? Spielen wir jetzt wieder so wie bisher? Oder war es das jetzt für Muslia wieder? Oder erstmal wieder für 4-5 Wochen, bis er dann wieder rankommt? Oder was sollte man jetzt machen? Wie wird Zimmermann jetzt reagieren? Ja. Insbesondere jetzt auch schon in 2 Tagen. Ist ja am Mittwoch schon das Pokalspiel. Also das, wo wir uns über Korkut immer aufgeregt haben, ich finde, das geht dem Zimmermann auch ab, dass man gar keine Spielidee irgendwie erkennt. Ne, oder eine Spielphilosophie auch erkennen. Ne, was Stanley gerade gesagt hat, ich weiß doch, wie Regensburg zu Hause spielt. Ne? Die spielen offensiv. Ne? Und ich finde auch, die offensive Aufstellung mit Muslia und Meiner bringt dann aber nur was, wenn du auch dementsprechend den Mittelfeld hoch attackierst. Ne? Dann kannst du auch die Außen einsetzen. Aber wenn ich so tief hinten drin stehe, dass die Außen vorne verhungern, und es hätte ja zur Halbzeit schon 5-0 für Regensburg stehen müssen. Ne? Das hat auch wieder gezeigt, dass diese Taktik überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Eine offensive Aufstellung heißt ja auch nicht, dass du offensiv spielst. Ne? Die Außen hingen ja völlig in der Luft. Der Hinterseher konnte keinen Ball festmachen. Der Muslia, den kann man in dem Spiel, finde ich, persönlich gar nichts vorwerfen, weil der gar keine Offensivaktion hatte. Ne? Wo man mal hätte mit Tempo auf die Abwehr zudribbeln können, ne? Wo er seine Stärken ausspielen kann. Ne? Es waren keine Anspielpartner da. Ne? Es wurde jeder Zweikampf in der ersten Hälfte im Mittelfeld verloren. Ne? Und da finde ich, darf man schon den Trainer hinterfragen, wie ich dann mit so einer Taktik da in dieses Spiel gehe. Ne? Und man hat gegen Nürnberg. Aber ist das ein gehabt, Punkt vielleicht? Nicht ganz kurze Nachfrage. Ist das ein Punkt vielleicht, also körperliche Robustheit, ne? Regensburg ist ja auch so stark, weil die da so viele drin haben, die sich körperlich so durchsetzen können. Da gab es ja gestern dann auch vor allem das 3-1, aber auch das 2-0. Das ja, waren ja beides, Tore. Genau. Also körperliche Robustheit zahlt sich aus. Ist die Mannschaft, also ist unsere Mannschaft dann vielleicht ein bisschen körperlich zu wenig robust? Also so ein Muslia oder so, oder auch Meiner, die verlieren dann doch ja... Na, die haben den Körper vielleicht. Ist das was? Ist ja nicht nur Muslia oder Meiner, das ist ja Hult vom 3-1 genauso. Ne? Ja, Hult lässt sich da vom 3-1 wegchecken, ne? Und reklamiert auch faul. Das ist ein ganz normaler Zweikampf, ne? der eben nicht abgepfiffen wird. Ne? Moria ja genauso, der wurde einfach weggetackelt da. Genau. Das Abwehrverhalten generell, finde ich, ist nicht zweitligawürdig, wenn man sieht, wie das erste Tor fällt. Ne? Man muss doch davon ausgehen, dass man in Regensburg erstmal, sag ich mal, die ersten 20, 25 Minuten defensiv gut stehen muss und sich dann im Laufe des Spiels versucht, durch Standards eben seine Chancen zu erarbeiten. Ne? Oder eben über die schnellen Außen. Ne? Aber das funktioniert nicht, wenn man ehrlich ist, hätte es wirklich zur Halbzeit 5-0 stehen müssen und das wäre noch nicht mehr unverdient gewesen. Ne? Ja, man kann sogar sagen,
Man kann sogar sagen, dass Regensburg auch tatsächlich gar nicht so gut war, denn die Tore dann zwar tatsächlich beides, die beiden, die gefallen sind in der ersten Halbzeit, sind tatsächlich eher so die Tore gewesen, wo wir sehr mitgeholfen haben, kann man sagen, speziell beim zweiten. Und die ganzen vielen Chancen, die eigentlich ganz gut gespielt, rausgespielt waren, die haben sie dann doch alle relativ fast kläglich vergeben tatsächlich. Aber ich frage mich, was da passiert ist, weil sie haben ja gut angefangen. Wer der jetzt? 96. Achso, ja, weil ich habe von Regensburg. Die ersten 15 Minuten, das ging auch gut, wirklich. Der Mourier, der hat auch ein, zwei Schüsse abgeliefert auch, ne? Der Muslier. Es gab einen Versuch auf jeden Fall auf den Torschuss von genau, das lief gut, aber irgendwas, ich weiß jetzt nicht, was es war, aber irgendwas ist da passiert, dass auf einmal gar nichts mehr ging. Was war das? Carsten. Man hat das Gefühl, dass es in jedem Spiel so ist, ne? Und man hat gegen Sandhausen stark angefangen, hat die Chance nicht genutzt, hat gegen Nürnberg gut angefangen, die Chance nicht genutzt. Am Ende stehst du immer als Verlierer da und das Tabellenbild spricht eine ganz klare Sprache. Wir stehen da, wo wir hingehören. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob das bei allen Mannschaften so ist, aber bei uns hat man schon das Gefühl, dass wir halt wirklich so eine Mannschaft sind, bei der das sehr dazugehört, dass halt eine von zwei Halbzeiten hinterher dann als verschenkt, verloren, verschlafen gilt. Sehr gerne dann jetzt momentan leider die erste. Ja, Niklas? Genau, also was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir dann die Statistiken nochmal angeguckt, weil ich dachte, irgendwas muss ich ja auch beitragen können. Es ist, finde ich, bezeichnend, dass 96, ich glaube, einen Kilometer dann insgesamt weniger gelaufen ist als Regensburg, was ja auch beachtlich ist, wenn du auswärts 3-1 verlierst und aber weniger läufst als der Gegner. Die Zweikampfquoten und Statistiken sind auch verheerend. Also das ist wirklich ganz, ganz bitter irgendwie. Also auch die groben Zahlen sprechen einfach so gegen dieses Spiel gestern. Ne? Darf ich etwas sagen? Ja. Ich würde gerne sagen, gegen Düsseldorf ist wirklich ein Schlüsselspiel. Er hat jetzt ein Spiel, wo er konnte nochmal experimentieren, ein Scheiß drauf, der DFB-Pokal. Und weil das 3 Punkte gegen Aue ist wertvoller als die nächste Runde vom Pokal. Stanley, du willst damit sagen, Mittwoch ist es quasi unsere Mission, sich vollständig auf die Liga konzentrieren können. Ja, nein. Ich meine, wenn er will wirklich etwas experimentieren, dass wir gewinnen gegen Aue. Wenn wir verlieren gegen Düsseldorf 3-1, dann ist noch ein riesen PR-Desaster. Und dann gibt es nur 20 Leute bei 96. Du bist muted wieder, Niklas. Was ich sagen wollte, du gibst nur 5.000 Leute gegen Aue. Und dann ist es vorbei, ey. Ich sag's dir, jetzt ist wirklich, wir laufen wirklich auf dünner Eis. Und ich finde, dass vor Weihnachten der wird der Trainer wechseln. Ich kann gar nichts anderes sehen. Ich kann wirklich gar keine Licht am Horizont, als Udo Lindenberg würde sagen. Es gibt keine Licht am Horizont. Nein, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, Stanley. Ganz ehrlich, wir hatten so viele Trainerwechsel gehabt in den letzten Jahren. Irgendwann muss es aufhören. Ich habe das heute Nachmittag. Es muss aufhören. Wir brauchen diese Kontinuität irgendwann. Jahren. Wir können nicht immer den Trainer rausschmeißen. Die Mannschaft muss ja irgendwo auch irgendwie irgendwas haben, um sich dran festzuhalten. Ja, wenn der Fischkopf stinkt, dann you must the Kopf entfernen. Ja, aber der Kopf ist nicht der Trainer, der Kopf ist noch ein bisschen weiter höher, oder? Das, was ich meine, das ist ein Teil von das Riesentheater. Wir reden jetzt und argumentieren über die gleiche Scheiße, das ist der gleiche Zeitraum vom letztes Jahr. Und vorletztes Jahr. Es ist wie ein Weihnachtsgeschenk oder Halloween-Treat oder, what's it called? Wie heißt das in Halloween? Für die Kinder, Treat oder Sour? Trick or Treat. Süßigkeiten. Trick or Treat. Und das ist der Scheiße, dass seit 3 Jahren, jedes November, ist der gleiche Scheiße. Halloween meinst Steigen du? Wir ab. Nein, das ist unsere Mannschaft, ja. Ja. Ja, und was ja noch dazu kommt, also ich fand gestern die Pressekonferenz auch nicht gut. Also ich fand, Jan Zimmermann hat da jetzt auch nicht, also er wirkt, das haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dann ging es ja zwischendurch wieder, aber es kommt durchaus immer mal wieder diese Ratlosigkeit durch, habe ich so das Gefühl. Carsten, wie siehst du das? Genau. Ja, find ich genauso. Ne? Wir haben uns über Korkut haben wir uns immer aufgeregt. Das ist praktisch ein Abziehbild, ne?
Man hat sich das gewünscht, ein Trainer aus Hannover, das wäre natürlich eine schöne Sache gewesen. Aber ich finde, auch jetzt unabhängig von den Punkten, wenn man einfach nur die Leistung der Mannschaft bewertet, dann ist da überhaupt gar keine Weiterentwicklung zu erkennen, keine spielerische. Da ist keine Idee vom Trainer zu finden. Und ich finde, das ist schon sehr alarmierend. Ne? Und auch wenn wir schon viele Trainer hatten, aber mit wem in Fahnen in die dritte Liga möchte ich auch nicht gehen. Ne? Ja, wir haben, noch die Rückrunde. Nach elf Spielen darf man schon mal ein Fazit ziehen. Ja. Und die Gegner, die im oberen Drittel der Tabelle stehen, die haben wir jetzt noch alle vor uns. Ne? Und wenn man auf die 20 kommen will, die man braucht, um nicht abzusteigen zur Hinrunde, dann muss man von den 7, die jetzt noch ausstehen bis zur Winterpause, da muss man da schon 3 gewinnen. Ne? Ach, und dann 3 stellt nur. Dann stellt sich die Frage, wie man das machen will, ne? Gegen Gegner wie Paderborn, ne? Oder Karlsruhe, Darmstadt, die alle richtig gut drauf sind. Und wo man auch, okay, aber der Punkt ist ja jetzt nicht mehr, es ist ja jetzt nicht mehr ganz so schwierig, gegen Mannschaften zu gewinnen, die vor uns in der Tabelle stehen, weil ja fast alle jetzt vor uns in der Tabelle stehen. Also insofern ist es ja quasi statistisch, glaube ich, schon wieder einfacher geworden oder so. Carsten, ganz kurz, sag uns mal, gib uns mal trotz allem Missmut deinen Tipp ab, weil wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung. Und zwar sag uns mal, sowohl am Mittwoch als auch natürlich am Wochenende das Spiel Aue ist es, glaube ich, ne, was alle schon sagten. Wie wird es weitergehen jetzt tatsächlich? Mittwoch ist ein Spiel, wo man wirklich mal eine Idee haben muss, vielleicht mal ein anderes System zu spielen, um sich ein bisschen Mut für Samstag zu holen. Weil Samstag, das wird ein richtig schweres Spiel. Und ich glaube nicht, dass wir das Spiel gewinnen. So wie wir im Moment Fußball spielen, gewinnen wir gegen Aue nicht zu Hause. Okay. Na gut, dann wird es wenigstens ein gruseliges Halloween. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe es. Ne? Aber ja, die Leistungen von Aue in den letzten Wochen sind auch nicht schlecht. Ne? Ja. Wenn man gesehen hat, wie die gegen Hamburg gespielt haben, die haben jetzt auch einen neuen Trainer. Ne? Ja. Seitdem geht es da auch aufwärts. Ne? Unsere Leistungen in den letzten zweiten Halbzeiten waren ja auch nicht so schlecht. Naja, mal gucken. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt oder an diesem Wochenende. Wir schauen mal. Carsten, erstmal vielen Dank. Ja. Schönen Gruß in die Runde und schönen Abend noch. Danke, wünschen wir auch. Mach's gut. Ciao. Und der nächste Anrufer, der die Nummer, die da drüben steht, 0511 367 0170 gewählt hat, ist schon in der Leitung. Das ist der Fritze, der uns jetzt reingestellt wird und schon drin sein müsste. Hallo, schönen guten Abend, Fritze. Hallo, ihr alle Menschen zusammen. Grüß dich. Na, was macht alles der Puls? Gut? Hm? Alles gut? Ja, bei uns soweit. Also von meinem. Also alles Tennis Fantag oder ist er 96 zum Mitreden? Was bitte? Wir sind 96 zum Mitreden. Was hast du denn gedacht? Ja, aber mir kommt das vor wie Tennis Fantag. Hast du die Ständi, der da immer quakt aus Wels? Ach so, ja, der sitzt doch hier gerade. Oder ist doch da auf dem Bildschirm, ja? Ja, ja. So, also zum Spiel. Mhm. Erstmal ist es so, dass der Trainer nicht aus einer unteren Klasse kommt. Er ist kein geprüfter Bundesliga-Trainer. Nein, das will er erst werden. Dann hat er 15 Spieler, wo ganz wenig taugliche Spieler für die zweite Bundesliga bei sind. Mhm. Er macht natürlich einen Fehler. Er müsste mal mit 8 Mann hintereinander die gleichen antreten. Vielleicht, dass er die Mannschaft besser kennenlernt. Mhm. Und dann ist es folgendermaßen, zum Spiel, das 2-0 für Regensburg war irregulär, denn ein Torwart darf im eigenen 6-Meter-Raum nicht behindert werden. Ja, sagen wir mal, wie sehr wurde er behindert? Das war halt, wie schon Niklas auch meinte, es war halt ein bisschen Körperlichkeit im Spiel. Klar stand er da, wo Hansen dann irgendwann sehr spät sich entschieden hat, dass er da vielleicht doch hin wollte, wo er auch besser hingegangen wäre, weil der Ball halt erst so spät wahrscheinlich für ihn sichtbar war. Aber an einem Ort zu stehen im Strafraum. Körperlichkeit hin und her, es ist der 5-Meter-Raum. Auch wenn der Arm nur ein bisschen rausgeht. Auch wenn der Arm nur ein bisschen rausgeht. Abpfeifen, die ganz Regel ehrlich. Nicht mehr. Ich bin. Wie, also ich war selbst die, auch die Regel gibt's nicht mehr. Die Regel ist also die ist die gibt's nicht mehr. Ich weiß, ich bin nicht Jens, aber die Regel 5-Meter-Raum und der Torwart darf nicht angegangen werden, die gibt's nicht mehr. Es ist also normale, es dürfen im 5-Meter-Raum auch normale Zweikämpfe zwischen Torhüter und Stürmer geführt werden. Und Hansen hat den Zweikampf nicht geführt, sondern hat irgendwie einfach daneben gehauen. Ne? Also
Die Regel gibt es nicht mehr. Und noch was, Fritze, du hast gerade gesagt, 15 Spieler dieser Mannschaft sind nicht zweitligatauglich. Der Kader ist aber deutlich besser als der letztes Jahr, würde ich behaupten. Würde ich auch behaupten, nicht, ja. Ich sagte nicht alle 15 Spieler, sondern er hat keine 11, die bundesligatauglich sind. Ja, aber auch das, also der Kader ist schon besser als letztes Jahr. Ja, also bundesligatauglich ist sie nicht, sonst wären wir in der ersten Liga. Ja, also sie könnte bundesligatauglich sein, aber bundesligatauglich müssen sie gar nicht sein. Es würde jetzt reichen, wenn sie für die zweite Liga tauglich sind. Sind ja, sie auch, genau, sind sie doch auch, ganz genau. Ehrlich. Ich meine, wir werden nicht aufsteigen, das ist uns allen klar. Aber das wollten wir doch aber auch gar nicht. Nee, aber wir werden auch nicht absteigen. Also die individuelle Klasse bei 96 ist einfach zu groß. Auf lange Sicht noch 20 Spiele, das wird reichen, um die Klasse zu halten. Ich bin da zuversichtlich, wirklich. Also ein wichtiges Spiel ist am Samstag gegen Aue. Das muss gewonnen werden, sonst sehe ich schwarz. Die sollen die moralischen Auftrieb kriegen, wenn sie gegen Aue auch noch verlieren. Ja, na, sie könnten jetzt erstmal am Mittwoch schon eigentlich anfangen, wenn sie wollen, mit dem moralischen Auftrieb. Ja, die sind zurzeit sehr gut drauf, da sehe ich ein bisschen weniger gut. Wir tun nur so, als wären wir nicht gut drauf. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Irgendeinen Weg wird es doch geben. Würdest du jetzt mit der Mannschaft weitermachen oder würdest du wechseln? Also würdest du mit der Mannschaft der zweiten Halbzeit weitermachen, Fritze, oder würdest du sagen? Ich finde, er wechselt zu früh und zu oft. Zu früh und zu oft? Das ist interessant. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansichten. Ich wollte nämlich gerade sagen, ist es nicht sogar ein relativ gutes Zeichen, dass er zum Beispiel zumindest teilweise seinen Fehler, also dass er das Tribol schon frühzeitig rausgenommen hat und korrigiert hat? Wir haben bei Kocak uns immer beklagt darüber, glaube ich, und glaube ich noch bei anderen auch, dass es immer so lange gedauert hat, dass immer erst in der 74. Minute frühestens überhaupt irgendwelche Wechsel. Und dann kam der Philippe immer. Ja, Philippe fand mich jetzt gar nicht so cool, aber. Ja, jedenfalls. Du weißt doch, dass mindestens 7 bis 8 Spieler immer die gleichen sein sollen, zu Anfang. Du weißt doch, ich bin der Bayern-Fan, das weißt du ja, und da kannst du mal gucken. Die haben immer so 7, 8 die gleichen Spieler, der Rest wird dazugenommen. Und das müsste bei 96 auch machbar sein, dass da 7, 8 die zum Stamm gehören und dann wird das auch, dass die mehrere Mal hintereinander zusammenspielen vor allen Dingen. Ja, das ist halt immer dieses, wir haben ja hier schon öfter mal, also ich habe es glaube ich schon öfter mal definitiv philosophiert über den Unterschied zwischen dem, was sich dem Trainer im Training da bietet und dem, was wir dann am Spieltag auf dem Platz oder im Fernsehen sehen können. Und es gab, meine ich, sogar in der letzten Woche auch Äußerungen sogar vom Trainer, die deutlich darauf hingewiesen haben, also es ging so in die Richtung, dass sich einige Spieler im Training ganz besonders motiviert und besonders gut gezeigt hätten, also dass Spieler ihm quasi auf dem Trainingsplatz gezeigt haben, dass sie unbedingt im Spiel dabei sein wollen, dass sie also in die Aufstellung gehören. Und da muss man sich dann immer fragen, wo ist da diese Diskrepanz? Weil das muss ja einer, das müssen ja Leute, das kann ja dann nur jemand, die, ich weiß jetzt nicht, einer ist sicherlich reingekommen wegen des Ausfalls von Sebastian Ernst. Aber das könnte jetzt zum Beispiel, könnte natürlich wieder Muslia gewesen sein, wo man sagt, okay, der hat sich im Training reingehauen und alles. Und trotzdem merkt man relativ schnell im Spiel, naja, aber da ihm die Körperlichkeit so ein bisschen fehlt und dieses filigrane Spiel gerade nicht so funktioniert da, weil ihm da dann auch vielleicht die richtigen Mitspieler fehlen, funktioniert es eben nicht. Also Niklas meldet sich aber schon und sagt was, möchte was sagen? Ja, ich glaube, das Grundproblem, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, vor 4 Wochen haben wir auch mal darüber gesprochen und ich hab vor allem angemahnt, dass man eigentlich sich so langsam mal gefunden haben sollte. Ja. Da war auch wieder die Diskussion und die ist ja in Hannover trainerunabhängig, dass immer wieder gesagt wird, naja, wir müssen uns erstmal finden und das geht dann aber so bis Spieltag irgendwie mindestens 5, 6, 7, 8, 9, jetzt sind wir an Spieltag 11, und es ist immer noch nicht so, dass der Trainer eine Mannschaft gefunden hat. Und dass Bayern irgendwie immer 8 Spieler gleich aufstellt und den Rest auffüllt, das liegt halt daran, dass da eine Mannschaft ist, die sich im Sommer gefunden hat oder die der Trainer im Sommer auserkoren hat als die Mannschaft, die es dann macht. Und eigentlich sind wir jetzt in Hannover, sind wir bei einem Punkt, der eigentlich, also ja, so vor 2 Monaten hätte abgeschlossen sein müssen. Also es kann nicht sein, dass der Trainer sagt, unter der Woche haben sich die Spieler empfohlen und die spielen jetzt mal am Wochenende, sondern es muss ja eine grundlegende Überzeugung sein, dass der Stamm an Spielern, und das sind dann eben 7, 8, 9, die sollten immer wieder auflaufen. Ja, aber es geht nicht, wenn die heftigen Transfers Last-Minute-Transfers sind. Das geht halt nicht. Ich meine, wenn du am letzten Tag irgendwie noch 5 Spieler holst, dann brauchst du auch die Zeit bis jetzt, bis Mitte Oktober,
dass diese 7-8 Spieler sich finden. Also dafür haben wir nicht die Mittel, dafür hat 96 nicht das finanzielle Privileg einfach, um so weit schon so zu sein. Naja, aber lass uns gerne einmal durchzählen. Also wer war denn, also von wem wusste man denn schon klar im Sommer, dass die da sind? Also wer hat komplette Vorbereitung mitgemacht? Das ist, klar, Ernst ist ausgefallen, aber nehmen wir mal, also Muslia, Meiner, Weidand war da, Roja, Hult. Ja, aber das komplette Mittelfeld aber. Das komplette Mittelfeld. Das war ja nicht klar. Franz lange verletzt, Kaiser auch immer auf der Kippe und dann haben wir jetzt auch noch 3 neue Mittelfeldspieler geholt. Also okay, Ernst wusste man, aber also Ondua, Kaiser und, aber ja. Ondua und der Trebol auch, das war nicht absehbar. Nee, aber Kaiser und Franz hat man letzte Saison oft genug gesehen, um zu wissen, was die leisten können und was nicht. Und dann muss man die neuen Spieler ja danach verpflichten, dass man weiß, dass sie eben was anderes können. Und da muss man, also ich weiß nicht, ich finde nicht, dass es Last-Minute-Transfers, dass das das Ausschlaggebende, also so spät wurden die dann ja auch nicht geholt. Also der Trainer müsste doch erkennen, welche Fähigkeiten die Spieler haben. Mhm. Nicht nur, wer sich am meisten anstrengt beim Training, sondern welche Fähigkeiten die Spieler von Haus aus mitbringen. Ja. Der Ochs zum Guter Beispiel, Punkt. Warum spielt der nicht? Der Ochs, na gut, der Ochs war nun verletzt und ich bin noch nicht sicher, ob der jetzt schon, also er war jedenfalls, wir haben letzte Woche ihn beklagt, aber da war er definitiv verletzt und ich glaube nicht, dass er schon wieder voll da war jetzt, also ich meine auch, er war nicht auf der Bank. War ein Beispiel nur, nicht? Ja, naja, gut, aber ich muss jetzt schon gucken, so, also wenn wir jetzt Namen raushauen, müssen wir halt auch gucken, gibt es nicht vielleicht ganz gute Gründe, warum die Namen nicht dabei sind zum Beispiel. Ja, ja, logisch. Ne? So. Ja, Namen, wo ist denn Lamptey überhaupt? Lamptey? Ja. Der ist, glaube ich, bei der anderen Mannschaft, ne? Bei der zweiten, ne? Aber der war doch die Vorbereitung komplett dabei, oder? War er, ja. Ja. Ist der nicht verkauft worden? Nee, der war, glaube ich, oder war das... Nee, der ist noch da. Der wechseln wir ihn jetzt mit irgendwie... Also es gibt ja noch Enali. Nee, ich meine jetzt fürs Mittelfeld. Ja, Mittelfeld, das war Lamptey. Das war, glaube ich, Lamptey. Der ist ja auch robust, der ist ja so groß, der ist ja auch irgendwie fast 2 Meter oder so, ne? Ja, wie das mit den Leuten ist, die mehr bei der zweiten Mannschaft jetzt mitspielen als bei der ersten, aber auch schon mal bei der ersten dabei waren, weiß ich auch nicht so genau. Nur, dass Dumboja, glaube ich, nochmal klar gesagt wurde, dass er eigentlich keine Chance hat bei der ersten Mannschaft. Das hatten wir schade, ja, glaube ich, auch schon. Sehr schade. Ja, ja, aber das war jetzt irgendwie nochmal zu lesen gewesen, dass das nochmal klar gesagt wurde eigentlich. Warum auch immer. Ja, Fritze. Aber wir sind schon wieder an so einem Punkt, ich weiß nicht, also da sind wir jedes Jahr, dass wir den Kader immer noch mal größer machen wollen, als er eigentlich ist und so. Also lass uns mal über die Stamm 18 Profis da reden. Die können das alle und wenn du die richtig aufstellst, ich sage ja immer wieder, der Kader ist stark genug, das war er letztes Jahr, das ist er dieses Jahr, da muss nur irgendwie mal eine Struktur rein. Und also die, an den Spielern allein liegt es nicht. Sage ich immer wieder. Woran liegt es dann? Ja, aber Struktur kriegst du ja auch nicht durch stetige Trainerwechsel. Bitte? Struktur kriegst du ja auch nicht durch Trainerwechsel. Kriegst du natürlich auch keine wirkliche Struktur, das ist richtig. Ganz ehrlich, ich bin dafür einfach mal spielen lassen. Auch wenn sie mal, wie jetzt irgendwie, ne, an der Reihe am laufenden Band verlieren. Lass sie spielen, die werden sich schon finden. Du willst damit sagen, wir lassen sie einfach mal spielen, wir machen mal 4 Wochen keine Sendung und lassen die einfach mal spielen. Und wäre vielleicht besser. Wäre vielleicht besser. Ja, die gucken uns immer und sind dann immer ganz konsterniert. Fritze, was glaubst du denn, wie es jetzt diese Woche laufen wird mit Ja, ich wollte immer was anderes sagen. Der Robin, der gefällt mir da. Jetzt wird hier sogar wissen, der hat doch eben die Nachrichten gesprochen. War das eine Aufzeichnung, die Nachrichten? Bitte? Der Robin hat eben die Nachrichten vorher gesprochen. 0511. War das eine Aufzeichnung, oder? Nee, es war schon heute. Ich bin jetzt schnell aus dem ersten Studio und zweite rübergerannt. Deswegen bin ich auch leicht verschwitzt. Ja. Naja. Okay, nicht wundern, das ist hier so. Aber die Nachrichten werden auch bei H1 meistens nicht als Konserve gesendet. Also da werden nicht die vom letzte Woche oder so. Nee, erst ab Dienstag, glaube ich, ne? Ich bin in der Regel montags. Manchmal muss ich auch anderswann einspringen. Und der andere war der Schlüter, ne? Fritze, erzählst du uns auch noch ein bisschen was über deinen Dienstplan? Nee, das nicht. Ich, mit dir habe ich auch noch ein Hütchen zurück. Du hast ja Michael nicht erzählt, warum du zu wenig Frauen anrufen. Ich habe Michael nicht erzählt, warum... Hast du nicht erzählt. Der war letzte Woche war er da, Michael, am Telefon. Okay, was hätte ich ihm denn erzählen sollen? Als ich das gesagt habe, da war er nicht da, den Tag. Ah. Er hat sich doch beschwert, warum so wenig Frauen anrufen. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Daran kann ich mich grob erinnern, ja. Naja. Ja. So, also gegen Düsseldorf
werden wir knapp verlieren. Mhm. Und gegen Aue gewinnen wir 3 oder 4-1. Na bitte, das geht doch. Ja. Und dann stehen wir schon mal ganz gut, würde ich sagen. Dann stehen wir, also Fritze, offensichtlich Glas half full guy. Das ist doch schon mal gut festzuhalten. Ein bisschen optimistisch. Gut, dann sagen wir erstmal herzliches Dankeschön. Ja. Und, Dankeschön. Ja, auf bald wieder zum nächsten Hühnchen. Dann grüßt ihr zum nächsten Mal, ne? Ja, machen wir. Schönen Abend noch. Tschüss. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Schön gesund bleiben. Ciao. Tschüss. Ja. Und wir schalten zum Nick, der ist am Telefon. Nick müsste uns jetzt reingeschaltet werden. Hallo, und dann möchte Stanley gleich auch noch was sagen. Aber erstmal hallo Nick, ganz kurz. Ja, guten Abend. Deine Analyse der derzeitigen Situation, hat sich was geändert? Letzte Woche nicht viel, ne? Scheiße. Ja. Um es ganz klar zu sagen. Ja, also, danke, das war Nick. Und jetzt... ja, also ganz ehrlich, jetzt diese Woche abwarten, sollte da nichts Beizählbares rauskommen. Ciao. Hm. Und auf Wiedersehen, weil so kann es nicht weitergehen. Ganz ehrlich, man sieht da ja null Entwicklung, null Ideen. Also den einzigen, den man wirklich loben muss, ist Kerk und Franz. Also Franz, der mit seinen, wie alt ist er, 36, die Außenbahn da hochgerannt ist, wie der gepumpt hat. Also mein lieber Scholli, da hätte manch einer in seinem Alter schon ein Sauerstoffzelt gebraucht. Mhm. So, aber so generell, das ist zurzeit eine Trümmertruppe. Also da passt ja da gar nichts. Die Passläufe stimmen nicht. Man spielt nicht in die Schnittstelle. Und wenn man mal eine Chance hat, dann spielt man wieder hinten rum, um vielleicht zu gucken, ah, da ist einer, der kann besser schießen als ich. Alles zur Zeit Bullshit. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Und Hannen bei dem 2-0, ja, das habe ich früher in der C-Jugend gemacht, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr Professionalität. Auch wenn er den Ball schlecht gesehen hat, das kenne ich selber. Trotzdem hat man irgendwo ein Gespür, wo wann und wo der Ball runterkommt. Und das war für mich Kreisliga-Niveau, was er da gemacht hat. Also, Entschuldigung. Wir können aber vielleicht, also zu Hansens Ehrenrettung nochmal, was macht denn Franke da bitte? Also, was ist denn das für ein Ball? Also, wie kann man denn seinen eigenen Torwart so in die Bedrängnis bringen, so einen Ball zu spielen? Also, klar, ich finde auch, also Hansen sieht diesen Ball ja voll schlecht. Ja. Natürlich muss er es immer noch besser lösen, aber was macht denn Franke bitte? Völlig ohne Not. Naja, also da wollte ich als nächstes drauf. Ich wollte nicht ihn allein die Schuld geben. Also auch die Verteidiger haben ja so ein bisschen gepennt. Wobei ich tatsächlich in dem Moment die Aktion von Franke verstanden habe, weil ich dann, da war so eine Situation entstanden, wo man dachte, Hauptsache jetzt erstmal den Ball weg und aus der Macht der Regensburger. Weg. Ja, weg, aber na, nicht gut. Ins eigene Tor. Ja, nicht ins eigene Tor. Ins eigene Tor ist doof. Es war ja nicht richtig ins eigene Tor, aber zumindest sehr weit vors eigene Tor. Das stimmt. Das war schon sehr, sehr unglücklich. Stanley hatte sich vorhin gemeldet. Ich weiß nicht, ob sich das erledigt hatte, aber ich denke mal nicht. Ich sehe ihn nur gerade nicht hier. Hallo? Ja. Ich gucke gerade in meine Computer an der verletzte Spieler. Momentan bei 96 ist Ron Robert. Und das Gefahr auf der 5. gelbe Karte ist Julian Borner. So, das ist mit Philips Ochs ist fit. Aber ich finde es auch, das Mannschaft-Umbruch, der große Umbruch ist angekündigt. Es ist ein wirklicher Umbruch. Der ist wirklich wenig, an alle Leute jetzt sagen, der ist keine Entwicklung vom letzten Jahr. Du weißt, wir brauchen hier nichts zu diskutieren, weil gar nichts ändert. Du machst die Zeitung auf, es ist nur der gleiche Scheiß mit anderen Namen. Und wenn wir mal ehrlich sind, Stanley hat recht, wenn man mal jetzt guckt und einen Vergleich zieht zwischen jetzt Zimmermann und Kotschak, zu selben Spieltagzeitpunkt standen wir mit Kotschak 3 Punkte besser da. Und unter Zimmermann stehen wir 3 Punkte schlechter da und auf dem 15. Ja. Kommt noch was oder war das nur die Feststellung, die du machen wolltest? Ja, also deswegen... Die reicht ja, die ist ja bitter genug. Ja. Also da ist null Entwicklung. Man sieht auch den Zimmermann, wie ratlos er da teilweise steht, total emotionslos. Wenn ich mir so manche andere Trainer in der zweiten Liga angucke, die gehen richtig steil, schreien auch mal ihr Team nach vorne. Aber Zimmermann, der steht da teilweise und fummelt sich in der Hose rum. Ich hätte tatsächlich die Nachfrage nochmal. Wir haben eigentlich so zum Anfang waren wir ja ganz, ganz positiv gestimmt, dass wir gesagt haben,
die Ansätze sind deutlich besser, als sie bei Kočar letztes Jahr zu dem Zeitpunkt waren. Und wir haben gesagt, man erkennt so eine Art, wie er spielen will. Kann es vielleicht sein, dass er jetzt durch diesen Druck und dass er merkt, ah, okay, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dass er jetzt versucht, es irgendwie umzuwerfen und man dadurch, also ist dadurch so komplett zerfasert und man gar nicht mehr erkennen will, was er spielen will? Oder woran liegt das, dass er auf einmal diese positiven Ansätze vom Anfang so verworfen hat? Also meine Frau, das wisst ihr, die hat ja mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Aber sie hat zum Beispiel gesagt, sie hat so den Eindruck, wenn sie so jetzt mal zwischendurch die Spiele mitguckt, dass vielleicht der Trainer für an sich selbst zu hohe Erwartungen steckt und das auf Biegen und Brechen versucht, dem Team beizubringen, aber die damit überhaupt nicht klarkommt, weil sie, sage ich mal, eine andere Art von Spielstil verfolgen wollen. Und daran, dass er daran scheitern wird. Niklas, ich bin dabei. Darf ich etwas sagen? Robin, GCS, Entschuldigung. Okay, Robin. Danke, Stanley. Einmal kurz zu Niklas noch. Niklas, ich bin bei dir. Also ich denke, Angst ist nie ein guter Motivator für ein Team. Also wenn du da so einen Druck im Nacken hast und vor allem, wenn du weißt, Hannover ist ein Club, der regelmäßig seine Trainer rausschmeißt, klar, dann spielst du auf Nummer sicher und denkst irgendwie, okay, ne, ich probiere jetzt nicht aus mich selbst zu sein, sondern mach jetzt das, was aber eigentlich gar nicht mein Ding ist. Klar, geht dann die Handschrift verloren. Klar, da kannst du als Team dran nicht wachsen. Genau. Vielleicht das noch kurz, bevor Stanley was sagt. Mich wundert vor allem auch, dass eigentlich in unteren Spielklassen, also da, wo er herkommt, diese körperliche Komponente im Spiel eine viel größere Rolle spielt. Und er jetzt, also zumindest gestern, so dieses völlig körperlose Spiel, das irritiert mich alles. Also ich verstehe nicht, warum die Mannschaft nicht robuster ist, warum er die nicht mehr darauf einstimmt, Zweikämpfe zu führen. Aber ja, Stanley wollte was sagen, sorry. Ja, das Sachen ist mit unserer Simbo the Bimbo, ist, dass er ist seit Jahr Null keine angriffsorientierte Trainer. Er ist immer einer, früher bei Halveser, immer von hinten rausgebaut. Ich glaube wirklich, wie Robin hat eben gesagt, ich glaube, der Druck auf ihm ist 10.000-mal schwerer, als er ist in der dritten Liga. Jetzt er ist nicht da mit 5.000 Leuten, die sitzen da um die Ecke und trinken ihr Bier, wenn die kriegen ihr Bier und essen der Bratwurst. Da sind 50.000 Leute da. Du weißt, der alle Spieltag. Und ich glaube, das ist eine totale Umwandlung, weil wirklich der Typ ist wirklich nicht. Erstens, die Spieler sind alle Profispieler. Du weißt, was ich habe gearbeitet, weltweit, von Korea bis Buxtehude. Und das Ding ist, ich glaube, der Typ leider, ich bin leider, dass er ist wirklich nicht fähig, das Außendruck mitzumachen. Weil es also fehlende Autorität eigentlich. Ja, und nicht nur das Aggression, du weißt nur das Blut im Bauch. Du kriegst, wenn ich war da, ich würde verrückt werden. Du brauchst nur 2 Minuten, wenn Salah oder einer von Manchester City oder Manchester oder Liverpool machen Fehler. Wie schnell Klopp oder Pep ist der auf der Fußboden aufgestanden. Bei uns, du kriegst das nicht mit. Er ist keine Dame der Peitsche. Ich kann das nicht vorstellen. Ich konnte das nicht vorstellen. Ich finde leider, Robin, ich gebe ihm nicht bis Weihnachten. Wenn er verliert diese beiden Spiele jetzt, Herr Kind mit der Reißleine. Aber das Problematik danach ist, wer will nach Hannover 96 als Trainer? Das ist die nächste Phase, weil da gibt es kein Geld. Ich hätte da einen. Oh, du hättest jemanden? Ja, das ist so irgendwo so mein kleine Hoffnung. Uwe Neuhaus, der kennt das von Bielefeld, die standen ja auch zu dem Zeitpunkt ganz unten. Und Neuhaus ist einer, der mit einer schwierigen Truppe, und das ist Bielefeld ja auch, durchaus gewesen, weiß, wie er die zu führen hat. Mit gesunden, harten, aber auch freundschaftlichen Umgang. Sowas brauchen wir. Jemand, der hart ist,
aber auf der anderen Seite freundschaftlich, so die gesunde Mischung. Und bei Zimmermann habe ich den Eindruck, dass er so, ja, so Kumpeltyp, Streichel und so. Und den würdest du einem Traditionstrainer wie beispielsweise Marc van Bommel vorziehen? Oder Peter Neururer. Oder, ja, das ist die andere Seite, ja. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob da eine HDI-Arena denn auch Platz für einen Porsche gibt. Oh. Ja, aber wie gesagt, du kannst nicht weitergehen. Es kann ja nicht sein, dass so kurzer Zeit wieder irgendwie das, wo wir uns am Anfang der Saison drüber gefreut haben, wieder total irgendwo in der Versenkung verschwindet. Also manchmal den Eindruck, dass im Team an sich, dass da irgendwo Spannung ist, was wir nach außen nicht mitkriegen, weil wir kriegen ja nur das mit, was die nette Zeitung, ne, die wir ja nicht nennen wollen und so weiter, von sich geben. Das kriege ich nicht mit, aber es gibt Zeitungen, die man mitkriegt. Ja, man weiß es nicht. Also klar, die Zeitung, die ich lese, hat heute auch geschrieben, dass es nie ein gutes Zeichen ist, wenn so viele Spielerwechsel stattfinden, wie jetzt bei dem Spiel am Samstag. Also nicht im Spiel, sondern von einem Spiel zum anderen, also die starke Veränderung. Also ja, ob da jetzt vielleicht auch in der Mannschaft irgendwas nicht funktioniert, was wir gar nicht erfahren. Was ich auch kritisieren muss, das haben jetzt mittlerweile mehrere getan nach dem Spiel, was hat ein True Messi verbrochen, dass er null Chance kriegt, sich nochmal zu zeigen? Haben wir den immer noch? Der ist noch da und der ist fit auch. Das frage ich mich auch nämlich, wo ist der Junge, wo ist der? Der ist jetzt zurzeit in Paris gewesen, im Disneyland habe ich gesehen. Oh. Aber da werden immer mehr Stimmen lauter, was der Junge verbrochen hat, warum man ihn so auf Deutsch gesagt in den Arsch tritt und ihm nicht mal die Chance gibt. Auch ein Dumboja, den würde ich statt lieber vorziehen als einen Weidern. Dumboja hat es ja gezeigt. Wenn man natürlich einem Spieler kein Vertrauen schenkt, ja, da kann man auch nicht erwarten, dass der Spieler super mitmacht. Das ist vor allem, dass man vielleicht. Achso, ja, nee, sagst du? Ja? Ja, ich habe das letztes Jahr gesagt. Mit zweimal. Wie heißt der? Zweimasi? Zweimasi. Dass er braucht 3-4 Spieler, selbstbewusst, nicht jeden Tag kritisiert in der Zeitung, er ist ein fauler Arsch und dies, das und jenes. Der Typ braucht Spielminuten auf dem Platz. Das ist die Wirklichkeit. Wenn der Vertrauen von der Trainer ist nicht gegeben, ist es like, wenn du gehst zur Arbeit und du bist dann verpflichtet, zur Arbeit zu gehen, und jeden Tag deine Chef sagst du bist nichts gut. Ja. Und dann du musst da trotzdem hin, du kriegst dein Geld at the end of this Woche, aber du hast keine Lust, da hinzugehen. Und das ist, was ist da bestimmt los. Ich finde das unmenschlich. Ich finde das unmenschlich. Das wird den Zimmermann auch gar nicht. Und das vor allem im Kontrast. Ja. Das wird den Zimmermann auch ganz böse auf die Füße fallen, weil einen Mick Gudra hatten wir unter Kocak. Der Junge ist flink schnell. Er und Dumboja. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Aber die beiden waren, glaube ich, 3 Minuten auf dem Platz. Gudra und Dumboja in Kombination. Und Dumboja hat das, glaube ich, 1-0 geschossen. Das lief und ich sehe da nicht, man sieht keine Nachwuchsspieler, nicht, was immer im Vorfeld groß getont wurde, auch vom Zimmermann. Ich möchte auf die Jugend setzen, die Jugend soll hier die Chance kriegen. Jetzt haben wir 11 Spieltage rum und ich habe nicht eine aus der Nachwuchsleistung gesehen. Ja. Und es ist ja wirklich, also um das mal zusammenzubringen, was Stanley gerade gesagt hat und was du jetzt gesagt hast. Also es ist natürlich, erzeugt das ja eine extrem komische Stimmung in der Mannschaft, wenn du auf dem Platz nie wirklich Kritik bekommst, also wenn du Fehler machst und der Trainer nimmt das so hin und steht an der Seitenlinie und hält sich damit zurück, irgendwie vielleicht auszurasten, wie ein Klopp oder ein Guardiola das machen würden. Aber auf der gleichen Seite hast du dann Spieler, die eher ins Disneyland fahren, als dann mitspielen zu dürfen, mitwirken zu dürfen, sich zeigen zu dürfen. Und das erzeugt natürlich eine ganz, ganz komische Stimmung, ne? Also dann wird ja nie eine Fehlerkultur irgendwie etabliert, die auch Früchte tragen kann, ne? Ja, das wird auch in der Mannschaft selber die Klicken gebaut. Du weißt, was die Innenleute oder die im Grunde an der Wasserträger. Und das ist der Scheiße. Da gibt es echten Konkurrenzkampf nicht da, weil du bist nicht belohnt. Wenn ich würde meine Arsch aufreißen, jeden Tag,
And then in the Wochenende sits there off the bank. Sits there off the bank. Brauchen wir ein Erdbeben, bis Tsumasi Chris eine Chance oder die Jungs in das U23 jetzt? Was brauchen wir? We have this Umbruch, we have this neue Superstar aus Hoffenheim hier. Das soll alle wissen sein. Was ist denn, we have this eine, die Junge von Hoffenheim ist gut. Aber Ochs ist auch von Hoffenheim. Ne? Aber ich wollte nur sagen, so weit, was für gute Spieler haben wir bekommen? Haben wir denn von den 10 Spielern es geholt? Wer ist wirklich zweite Liga Top Quality? Und wer ist da, der ist Top Quality zweite Liga? Da würde ich wieder sagen, es sind viele Spieler, die Top Qualität haben. Mhm. Aber es ist dann eher, also lass uns eher dabei bleiben, vielleicht als Fazit der heutigen Sendung, dass wir sagen, naja, der interne Konkurrenzkampf, der ist irgendwie komisch. Der interne Wettkampf, der wird komisch geführt, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, eigentlich wissen, naja, wenn ich so ungefähr mache, dann passt das schon. Oder die halt raus sind. Also, dass sich diese Klickenbildung irgendwie, dass man das mal aufbrechen muss und mal wirklich jedem eine Chance geben muss, eine ehrliche Chance und nicht sagen muss, du darfst mal heute spielen, aber wenn das nicht gut ist, dann wirst du nach einer Halbzeit wieder rausgeschickt. Andere wirken gar nicht mehr mit. Also, ich finde, das ist der Punkt, der mir voll einleuchtet und der wahrscheinlich dann ja auch also schon länger so ist und den kein Trainer so richtig rausbekommen hat in den letzten Jahren. Aber ich glaube wirklich, Niklas, in unserer Runde hier draußen, dass unser Trainer hat nicht das, wirklich, wie ich habe vorhin, das Wut im Bauch, hat er Angst. Und er hat Angst von der Außenwelt. Er hat Angst von Florian Krebs und der Bild-Zeitung. Er hat Angst von, und eine Ding nach die andere. Er baust nur sofort. Er hat Angst, dass er kommt zur Pressekonferenz, dass er seine Zähne nicht geputzt. Du weißt nicht, das ist so schlecht. Das ist wirklich so schlecht, ehrlich. Ja, er ist keine, du weißt nicht, wenn ich bin wirklich, ich sitze hier, ich gucke das zu Hause an, und ich kann nicht der schreien. Du weißt nicht, ich bin nicht im Stadion, oder ich würde Eier geworfen, wenn ich gucke das an, was abläuft. Gott sei Dank, ich bin nicht in der Pressekonferenz oder bin bestimmt rausgeschmissen bei jetzt, ehrlich. Ich sag's ja dir. Es kommt ja auch für uns Fan, ich komme ja auch irgendwo verarscht vor. Da werden vor jedem Spiel wird dann immer so praktisch drum gebettelt, kann man ja schon fast sagen. Wir brauchen euch, mit euch im Rücken schaffen wir das. So, dann denkt man sich, okay, da ist eine Mannschaft, die will es tatsächlich mit unserer Unterstützung. Dann legt man da, sage ich mal, Pi mal Daumen seine 40, 50 Öcken für ein Ticket hin und dann kriegt man so eine Scheiße vorgesetzt. Dann brauchen die sich auch nicht wundern, dass irgendwann die Fans sagen, nee, sorry, ist nicht. Leistet erstmal was, zeigt, dass ihr es gewillt seid und dann kommen auch die Fans wieder. Also manchmal frage ich mich, ob denen das überhaupt nicht bewusst ist. Ja. Ja. Da gibt es wirklich viele Lemminge in Hannover, ne? Aber jetzt wirklich viele Lemminger in Hannover. Wir werden es ja jetzt wir werden sehen, wie am Mittwoch es aussehen wird, was die Fans angeht. Wir werden sehen dann insbesondere, wie es am Samstag aussehen wird. Das ist ja ein Heimspiel, ne? Doch. Ja. Was ist deine Meinung an Samstag denn, Robin? Du bist ein Neutral. Ich denke, es kommt darauf an, was Mittwoch passiert. Also ganz ehrlich, also fürs Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich glaube, die werden das gewinnen gegen Düsseldorf. Und meine Hoffnung ist, dass sie dadurch diesen Aufschwung bekommen, auch für Samstag. Na, das ist meine Prognose. Das ist doch mal eine Aussage, die mir gefällt. Eine kurze Frage jetzt an Niklas, er weiß das. Wenn du hast eine fünfte gelbe Karte in der Liga, darfst du denn im Pokal spielen? Klar, natürlich. Kripp darf ja Mittwoch auch mitspielen, obwohl er eine rote Karte hatte. Oh ja, stimmt. Ja, ich glaube, Kripp ist gerade wegen roter Karte gesperrt, aber Mittwoch darf er sich eine neue holen. Ja, und er schießt das Tor, das schmeißt es uns raus. Nick, wir müssen ganz schnell noch den letzten Anrufer reinlassen, sehe ich gerade. Wir haben plötzlich noch einen. Deswegen ganz kurz, nur ganz schnell deine Tipps für Mittwoch und Samstag. Mittwoch gibt es so eine richtige Packung
5-0 für Düsseldorf. Also die Packung gibt es für uns oder für Düsseldorf? Für uns, weil Düsseldorf, ich habe die letzten Spiele jetzt verfolgt. Okay. Und die wollen definitiv, die haben Biss, deswegen sage ich 5-0 Düsseldorf. Das wird die Leute, die im Stadion sind, freuen. Aue, da gibt es dann, kann man, weiß nicht, ob es ein Phrasenschwein gehört, aber von Aue gibt es Haue, da sage ich 0-2. Ja, okay. Also insgesamt kassieren wir diese Woche 7 Tore. Okay, Nick wird von uns als Maskottchen schon mal nicht eingestellt, das ist klar. Schönen Dank für deinen Anruf und bis nächste Woche, wenn wir hoffentlich deine Worte Lügen strafen können. Ja, bis nächste Woche. Mach's gut, bis dann, ciao. Und wir müssen noch ganz kurz uns die Generalkritik von Micha anhören, der ist nämlich am Telefon. Hallo Micha, schönen guten Abend. Nee, er ist noch nicht drin. Jetzt müsste er aber gleich drin sein. Jetzt ist er da. Hallo. Hört er mich schon? Ja, jetzt hören wir dich. Alles klar. Guten Abend, Jungs. Ich mache auch wieder kurz, um die Musik nicht so abzubrechen. Wenn du hier draußen sitzt, ich jedenfalls heute, und habe zugeguckt, dann kann ich euch nur bescheinigen, ihr seid wirklich die größten Fans. So laut und so engagiert, wie ihr heute geredet habt. Also das, ehrlich, da fängst du an zu lachen hier und musst sagen, die Jungs, das sind echte Fans. Die kümmern sich um allen Scheiß und reden überall ihre Meinung. Aber auch ehrlich, ich glaube, wenn ihr mal eine Sondersendung machen würdet mit dem Trainer und dass da die Fragen gestellt werden, könntet ihr eine Einschaltquote von Hannover von 90%. Also wirklich toll, toll, toll. Vielen Dank dafür. Es war heute wirklich große Klasse. Ich hätte gern noch viel mehr erzählt, aber es ist jetzt zu spät. Für mich war das auch ein Foul. Für mich, was Stendi gesagt hat, seit 3 Jahren immer das Gleiche. Sie verlieren. Am Dienstag kommt jeden Tag ein anderer, jede Woche ein anderer, der sagt, wir müssen uns zusammenreißen. Wir machen das. Diesmal war es der aus England gekommen ist. Da, wie heißt er? Bernard. Genau. Und was erzählt der für eine Klasse? Wir müssen uns dann. Und was hat er heute in der Zeitung gekriegt? Als einzigster eine 6. Der muss man bei sich selbst empfangen. Aber bei den anderen ist genauso. Und ein Foul war es auf jeden Fall. Das hat mit Körperkontakt nichts zu tun. Wer selbst mal gespielt hat, der war willst. Und einer hält nur den Finger an deinen Körper. Du kannst es nicht schaffen. Und der hatte den kompletten Arm da drauf. Aber, was man auch wieder gezeigt hat, der Junge, der hätte zum Schiedsrichter laufen müssen, hätte sich lange reklamieren müssen, bis er die gelbe Karte kriegt. Oder aber, dass der Videoschiedsrichter sich das anguckt und die Mannschaft. Wer war denn von der Mannschaft da? Wo war der Mannschaftsführer? Und hätte sich da mal eingeschaltet. Das war doch ein klares Foul. Aber sie haben sich doch beschwert. Und ich meine, der Videoschiedsrichter hat sich angeschaut. Er war nicht energisch genug. Ja, hat er. Der Videoschiedsrichter hat sich nicht energisch genug angeschaut. Nein, die Mannschaft hat nicht energisch genug gemeckert. Genau. Lass uns vielleicht sagen, der Ball von Franke, dann schieben wir es darauf. Der darf nicht gespielt werden. Naja, aber, ja. Nee, das geht so nicht. Aber ist auch egal, wir wollen jetzt Feierabend machen. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage euch, 96 gewinnt beide Spiele. Ja, das sagen wir doch auch. Ja. Also nicht alle von uns, aber hast einige. Hast du größter Melistenglas getrunken heute, Michael? Ja, nee. Beiden, die Düsseldorfer und die Auer, die denken nämlich, 96 ist Kanonenfutter. Denkt ihr, Jungs? Ja, wir werden diese Woche zuschlagen. Absolut, ja, das sage ich auch. Also, schönen Abend noch. Ja. Mach weiter so. Danke dir, ciao. Yes. Und deswegen kommt jetzt auch ein völlig optimistisches Lied. Nein, das ist ja ein Lied über das Spiel vom Wochenende. Da ging das leider nicht. Aug in Aug stehen Spieler um Spieler. Heute probieren wir ein neues System. Doch die Illusion verfliegt ganz schnell wieder. Das kennen wir doch schon und es ist nicht schön. Und wenn mehr und mehr nichts funktioniert, ein kleiner Tod, der uns berührt, Erinnerung an bessere Zeit. Doch das ist längst so. Kann dir nicht mehr hören. Nee, ich auch nicht. Alright, ich hau jetzt ab. Ich gehe in ein Konzert.
mit umschlungen Abstiegssorgen. Ja, heute nicht ganz so lustig, dafür realistisch, das war's. Das war der Club der Roten Dichter für diese Woche. Ich hoffe, wir haben eine gute Woche. Wir sehen zwei Spiele von Hannover 96 und sind sehr gespannt, wie er den Recht behalten wird. Wird es der große Aufmarsch von hinten oder wird es tatsächlich das Ende, das der Beginn der Ende? Stanley, was du denkst, haben wir ja mitbekommen, glaube ich. Okay, kann ich mal jemand abschalten? Danke, das war's. Bis nächste Woche. Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. My friend, we thought they'd never again.